Hallo liebe Schützelein, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Es geht auch noch meine Stimme weg, liebe Schützelein. So, wir werden uns heute im Kollektiven uns den Mai 2024 uns anschauen. Bitte bedenke, lieber Schützelein, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles könnte mit dir resonierbar sein. Was du aber machen kannst, und das lege ich dir auch ans Herzen, ist, hör dir deinen Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen an, weil du bist ja nicht nur Schütze, du hast auch andere Energien, ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten mit diesen wunderbaren Energien, Orakelkarten. Welche Türe öffnet sich und welche Türe schließt sich hinter dir? Eine Türe, ja, die aufgeht und die andere geht zu. Das kann aber auch gut sein, du befindest dich immer noch an dieser Türe und du kannst sie noch nicht richtig schließen, ist aber normal. Jeder von uns braucht eine bestimmte Zeit, wir sind nicht immer alle gleich schnell. Wow! Lieber Schütze, was erwartet dich denn nicht als sonst der Erfolg? Vittoria, den Sieg. Den Sieg, den du schon in der Hand hast oder auch in der Hand haben wirst. 2 und 8. Das hat mit Entscheidungen zu tun. Das hat mit dieser Intuitive zu tun. Also 2 ist auch Intuition. Ich folge meinen Herzen. Meine Herzensstimme wird mich leiten auf den Erfolg. Ja, dann hast du hier die 10 als Quersumme. Und das ist tatsächlich den neuen Erfolg, den du haben wirst. Ja, du wirst hier siegen über die Situationen. Ja, das ist in dir. Das ist wie wenn hier aber auch eine Situation zu Ende geht, die dich fertig gemacht hat, die dich blockiert hat irgendwie auf eine bestimmte Weise, ja. Das ist ja so, lieber Schützelein, ich sage es immer wieder, für die Feuerelemente geht es jetzt bergauf, ja. Und Mai ist gerade der Monat, in dem es bergauf geht, ja. Man sieht die Früchte, die man angelegt hat, also die Samen, man erntet das, was man gemacht hat und du hast hier eine große Ernte. Du hast hier eine erfolgreiche Ernte, du bist hier der Sieger, du siegst hier, ja. Also du hast hier wirklich eine wunderbare Karte, indem du jetzt nicht sagen kannst, oh mein Gott, es geht schief, es ist so eine Situation, in dem ich verlieren werde. Nein, wenn das jetzt aber so wäre, dann war das nicht deine Legung. Lieber Schützelein, das ist klar, nicht jede Legung kann zu uns passen. Das ist klar nur für diejenigen, die das spüren, dass der Erfolg sehr nah ist, dass der Sieg in der Hand ist, dass du sagst, okay, guck mal, den Sieg habe ich schon in der Hand. Ich werde alles schaffen, was mir auf den Weg gestellt wird. Ich weiß, dass ich das schaffe. Ich bin stark genug. Natürlich bist du stark genug. Jeder von uns kann stark sein. Wichtig ist, dass wir an uns glauben. Ja? Verlieren wir nicht den Glauben an uns. Okay. Schauen wir mal, was die metaphorischen Orakelkarten uns erzählen über die Situation, was man hier so alles erlebt, was du hier erlebst. Wow, der Reh. Wir haben hier ein wunderschöner Reh. Wir sehen hier auch die anderen Reh. Das ist wie wenn du jetzt auch mit der Natur verbunden bist. Das zeigt dich aber hier als stark. Der Elch, also bin ich jetzt richtig, dass ich jetzt auch Elch sage? Ich hoffe schon. Sorry, sonst, ja? Da wird jetzt mein Sohn sagen, Mama, wie kannst du nur diesen Fehler machen? Also, du hast hier eine tolle Energie. Du bist hier verbunden mit Mutter Natur. Du bist wirklich ein Naturkämpfer. Ja, man sieht es hier. Du bist stark. Du strahlst hier Positivität den anderen Menschen. Ja, das ist wie wenn du jetzt langsam wirklich deine Ziele erreichst. Ja, dich kann nichts mehr stoppen. Also ich sage hier natürlich auch mit diesen wunderbaren Karten, die du hast, ja, das hat jetzt nichts mehr mit metaphorisch zu tun. Das hat hier damit zu tun, dass du einfach jede Situation schaffen kannst, wenn du das willst, wenn du an dir glaubst, wenn du diese Natur in dir auch betrachtest. Ja, wir haben ja irgendwo immer auch Krafttiere, ja, die etwas uns sagen. Das könnte gut sein. Du siehst oft diesen Krafttier. Du siehst das vielleicht auch in deine Träume und das ist auch ein schönes Tier. Das ist ein stabiles, großes Tier, wo auch, wie sagt man jetzt das Wort? Souveränität, ich hoffe, ich sage das richtig, Souveränität, also das ist wie wenn du jemand bist, der dieses Souveränes hat, ja, dieses Edles, also du Adliger, ja, sagen wir mal Adliger oder Adligere, Adliger,
Ja, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig für das Weibliche. Also lieber Schütze, ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen, aber du hast hier eine tolle Energie, du strahlst das aus und alles, was du berührst mit deinen Händen, transformierst du. Ja, du berührst hier die Dinge und sie bekommen hier diese Farbe Gold, würde ich hier sagen. Ja, also du hast magische Hände. Wow, sehr schön. Wie gesagt, du bist ja auch mit der Natur verbunden. Dir fehlt es wirklich an nichts. Ja, machen wir weiter. Adlige. Ja, wir sagen einfach mal, adlige Menschen sind hier. Ja, dass ich jetzt nicht hier einen Fehler mache mit der Grammatik. Das war nie jetzt meins. Ich bin ganz ehrlich, in Deutsch, die beste Note, die ich immer hatte, das war eine 2 bis 3. Ich bin ganz ehrlich, besser ging das bei mir nicht. Bei Deutsch, da war ich besser im Englischen und in Mathe natürlich. Also Mathe war mein Fach. So, schauen wir mal hier. Wow, Leute. Wow, wow, wow. Hier hat jemand Schuldgefühle. Ich habe Schuldgefühle. Wieso hat diese Person Schuldgefühle? Irgendetwas ist passiert. Natürlich, wir sind immer zu zweit, wenn wir etwas machen. Okay, wir sind nie alleine. Wir sind nicht alleine in einer Beziehung. Wir sind nicht alleine in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in der Liebe. Natürlicherweise auch in dieser familiärischen Angelegenheit. Du kannst sagen, ich als Mutter, ich habe viele Fehler gemacht. Aber im Endeffekt waren diese Fehler auch Fehler, die ich mitnehme als Kind. Also Leute, wir werden erwachsen, aber wir sehen, also man sieht, dass wir erwachsen werden, aber innerlich werden wir das nie wirklich. Also es gibt Menschen, die immer klein bleiben, immer Kindern bleiben und diese Verletzungen weitergeben an den Kindern. Ja? Und diese Schuldgefühle können auch von einer Situation kommen zwischen dir und deinem Sohn, deiner Tochter, ja, dass du vielleicht anders agieren hättest sollen. Kann aber auch gut sein, wir reden hier über die Liebe. Also für diejenige, die jetzt hier jemand haben, hier geht es ganz stark um die Liebe. Ganz, ganz stark. Wieso sage ich das? Hier geht es um Passione, Leidenschaft. Hier stimmt die Chemie. Hier kommen zwei Menschen wieder zusammen. Also das ist, ich muss mal das Wort googeln, wie man das sagt. Congelazione. Ich weiß selber nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Leute, aber weißt du, wenn du dich mit jemandem streitest und du wieder mit dieser Person zusammenfindest, dass du den Streit löst, ja, hier wird eine Lösung gefunden. Wie gesagt, es kann ja auch gut sein, dass jemand jetzt Schuldgefühle hat. Ich habe mich falsch benommen, ich hätte mich nicht so benommen sollen. Jetzt möchte ich das wieder gut machen, ja. Ich möchte nicht so sein. Und dann geht es hier um eine Dame. Hier spielt diese Dame eine große, wichtige Rolle. Also wenn du jetzt das bist, natürlich wirst du hier als schöne Frau dargestellt. Eine Frau, die wirklich Sexappeal hat. Eine Frau, die alles hat, was eine Frau braucht. Wirklich alles, alles. Mit dieser Karte noch dazu. Sage ich ja, du hast magische Hände. Du hast eine magische Ausstrahlung. Du strahlst hier Schönheit. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Aber die Karten sagen hier eindeutig, dass du wunderschön bist. Ja, und wenn du jetzt ein Mann bist, setz es um, weil du hast auch eine weibliche Seite, kann aber auch gut sein, du wirst, es geht hier um diese schöne Frau, die du kennengelernt hast und dass du dich jetzt ein bisschen auch schuldig fühlst für das, was du vielleicht gesagt hast oder du wolltest etwas anderes sagen, aber hier wird wieder eine Lösung gefunden. Also, lieber Schütze, ich mache ganz kurz Pause, weil ich möchte wissen, was das Wort heißt. Ich möchte das endlich mal übersetzen, weil jedes Mal, wenn das Wort rauskommt, sitze ich da und ich weiß nicht, was es heißt. Also auf Deutsch kommt es mir nicht raus. Ne? Ich weiß schon die Bedeutung, dass hier zwei Menschen wieder zusammenfinden. Aber mal schauen, was Google-Übersetzung sagt. Ja, einen Augenblick. So, lieber Schütze, ich bin wieder zurück und das ist ein ganz simples Wort. Wirklich, das ist mir aber nicht eingefallen. Versöhnung. Hier versöhnt man sich wieder. Ganz einfach und simpel. Katja, Katja, Katja. Ich könnte selber manchmal sagen, Katja, wieso kommst du nicht drauf? Das ist halt so, ne? Das Kopf schaltet. Wieso? Weil es sich irgendwie anders anhört. Weil das ist so ein langes Wort und das hört sich so kompliziert auf Italienisch an, ne? Also Leute, ich rede ja nicht richtig Italienisch. Für diejenigen, die jetzt sich fragen, natürlich ist Italienisch schon ähnlich den Sizilianisch, aber das sind zwei Oppositionen. Ich habe das nie gelernt. Also ich rede zu Hause mit meinem Mann, mit meiner Familie Sizilianisch. Ich rede bestimmt nicht Italienisch, ja? Das ist für mich sau schwer. Das ist wie wenn ich jetzt sage, ich rede Hochdeutsch, aber Deutsch kann ich ja schon richtig im Normalfall. Also ich könnte auch Schwäbisch, aber es geht hier nur darum, dass ich das Wort irgendwie nicht assoziiere mit Versöhnung.
Ich weiß nicht wieso, aber das ist für mich nicht Versöhnung. Aber natürlich, ja, es geht hier um Versöhnung, ja. Das wird passieren. Das ist eine Situation natürlich mit deinen Liebenden. Das muss nicht immer der Partner sein, wie schon gesagt. Das könnte hier ein Sohn, eine Tochter, das könnten hier auch Geschwister sein oder Freunde, ja. Okay, du manifestierst hier etwas, das ist schön. Und gleichzeitig bist du auch sehr vorsichtig, lieber Schütze, aber das machst du gut. Bitte, verstehe mich nicht falsch, aber manchmal ist es auch so, dass wir nicht immer jedem unser Vertrauen schenken. Das ist auch richtig so. Ich sage jetzt, natürlich sollten wir Vertrauen haben in den Menschen, aber du sollst nicht blind vertrauen. Das ist was ganz anderes, ja? Und wenn du jetzt hier Diffidenzer, wenn du jetzt hier jemand bist, der nicht gerne den anderen vertraut, weil er oder sie, also du als Mann oder Frau, auf deine innere Stimme hörst, dann ist es auch richtig so. Vertraue nicht jedem. Sei auch ein bisschen so mit Abstand, nimm diesen Abstand, ja. Dann sehe ich hier, natürlich wird dir dieser Erfolg auch zugestanden, also man sieht es auch hier. Du manifestierst hier etwas, ja. Das ist dein Willen, deine Kraft, die hier etwas manifestiert. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was, aber hier siehst du schon, dass du bald ernten wirst, was du an Samen gelegt hast. Ich weiß es nicht, was du an Samen gelegt hast. Hast du ein Projekt? Hast du etwas angefangen? Hast du beruflich? Hast du eine Weiterbildung gemacht? Du wirst bald sehen, dass du das wieder findest und du wirst dein Gleichgewicht wieder zurückhaben, natürlich, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Also die Hexen reden hier eindeutig, dass du wieder deine Mitte finden wirst und es geht hier um Kommunikation zwischen dir und dieser Person, zwischen dir und deine Arbeitskollegen. Das könnte hier ein Chef sein. Jemand kommuniziert dir etwas. Das könnte hier auch ein Brief, ein Dokument sein. Bitte, das ist nicht nur Kommunikation, indem wir verbal reden, ja, weil diese Karte ist schon oft rausgekommen in private Legungen und das sind auch Dokumente. Dass dann die Kunden gesagt haben, ja, Katja, ich habe das Dokument erhalten. Okay? Zum Beispiel, ich warte auf Papiere. Zulassungspapiere oder ich habe irgendwie ein Auto abgemeldet, angemeldet, irgendetwas, ja, ein Haus erworben, ein Auto erworben. Ich warte endlich auf die Schlüssel, ich warte hier auf etwas und hier kommt etwas auf dich zu. Dich erwartet etwas, ja? Und ich denke, natürlich, wenn du im Positiven gesetzt hast, wirst du hier auch den Erfolg spüren, den Sieg wirst du spüren, ja? Würde ich hier sagen. Also, was soll ich denn hier noch sagen, lieber Schütze? Ich sage hier nur, das, was du an Samen gelegt hast, wirst du wieder ernten. Wenn du gut gelegt hast, wenn du wirklich gut, ich sag mal so, Step by Step gemacht hast, langsam, langsam, auch geduldig, dich auch in Geduld ausübst, wirst du hier das haben, was dir zusteht. Okay? Natürlich, wenn du jetzt jemand bist, der sehr, wie sagt man das, zu, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, sorry. Lieber Schütze, mir fällt das Wort nicht ein, wenn du zu. Du kannst nicht warten. Du bist wirklich. Du hast es eilig. Ja, du hast es eilig. Du bist ungeduldig. Genau, das Gegenteil von geduldig. Ungeduldig. Und du sagst, ich möchte alles auf einmal haben. Natürlich wirst du den Erfolg nicht sofort spüren. Ja, aber für diejenigen, die jetzt schon hier sehr viel weitergekommen sind, weißt du, was es auch sein kann, was die Geistführer mir hier sagen, dass du hier jemanden verzeihst? Nicht nur, dass du mit jemandem dich versöhnst, sondern dass du hier auch jemanden verzeihst, der dir wehgetan hat, der in deinem Leben dir was ganz Schlimmes gemacht hat. Und manchmal kann man diese Menschen nicht sofort verzeihen. Leute, man braucht Jahre. Jahren, Jahren, ich sag es, weil das ist nicht einfach, das ist immer so leicht gesagt, wir reden immer so einfach, ja, wir verzeihen, du musst dir verzeihen, du musst dem vergeben, wie geht das? Geht das so schnell? Nein, weil diese Person hat uns wehgetan, diese Menschen haben uns wehgetan, der Schmerz ist da, Leute. Das kannst du drehen, wie du willst. Identifiziere dich mit dem Körper. Natürlich identifiziere ich mich nicht mehr mit dem Körper, weil ich bin ja nicht nur Körper. Aber es tut weh, Leute. Diese Menschen haben mir weh getan. Und dass ich nicht jedem vertraue, ist auch richtig so. Ja, lieber Schütze, also da bist du nicht falsch. Du liegst schon richtig, ja? Okay, schauen wir mal, was die La Sibylla. Das kann hier eine ganz andere Situation sein, wie der hier, wie die hier. Entschuldigung. Weißt du, von was es kommt, dass ich jetzt ein bisschen auch müde bin? Ich habe heute Nacht nicht geschlafen. Ich gebe es auch ganz ehrlich zu. Ich habe einen Albtraum gehabt. Also ich habe etwas geträumt.
was nicht so angenehm ist. Und dann bin ich wach gewesen. Es war, glaube ich, 1 Uhr. Und dann bin ich wach gewesen bis 3, 4 Uhr. Also das war schon viel. Und um 6 bin ich ja aufgestanden, also quasi 2 Stunden nur geschlafen. Nicht viel, ja. Und man merkt schon, ladro, prigione, mercante und morte. Leute, hier ist eine totale Veränderung von einer Person. Da natürlich, guck mal, wieso du den Sieg hier hast, weil du dich von einer Situation endlich entfernst. Du konfrontierst dich hier mit dem Tod. Du hast keine Angst. Du sagst nicht, ich hau ab, bitte stopp, nimm mich nicht mit, weil das ist klar, wir alle Menschen haben Angst vor dem Tod. Es gibt viele Personen, die sagen, ich will nicht sterben, ich bin nicht bereit. Meine Kinder, mein Job, mein das, mein dies. Viele Menschen haben noch ungelöste Situationen auf dieser Welt und sie lassen auch diese Dimension nicht. Ja klar, also das ist selbstverständlich hier, aber ich sehe hier, dass du dich endlich befreist von Situationen, Menschen, Menschen auch. Weißt du, das ist eine Karte. Wirklich, sie bedeutet hier, dass es Personen gibt in deinem Leben, aber auch du selbst, dass du hier nicht von der Türe reinkommst, sondern vom Fenster. Du bist wie ein Räuber. Und manchmal sollte man korrekt sein und sich mit den Schlimmen konfrontieren. Ja, das kann aber natürlich auch sein, dass jemand hier irgendwo blockiert ist. Und diese Blockade wird ja gelöst. Mercante, es geht hier, also man kann diese Karte mit dem König der Münze umsetzen. Also ich weiß jetzt nicht, bist du irgendwo Stier, Steinbock, wer fehlt mir noch? Jungfrau, ja. Hier haben wir auch Sternzeichen Fische, wenn es dir sagt, zweimal Fische sogar und einmal auch Waage. Und Schütze ist auch noch drin. Aber es ist wichtig, ja, weil diese Person muss etwas ändern. Muss, definitiv, das ist ein Muster. Ich weiß, jetzt werden Leute sagen, wieso muss man sterben? Ja, aber es gibt jetzt nicht mehr diese Zeit, die wir haben. Leute, ich weiß, viele Menschen denken, die Zeit ist da, aber es ist nicht mehr da. Also wir merken das auch an die Liebenden, wir merken das auch an Freunde, Freundeskreis, dass immer viele Menschen diese Dimension verlassen und derjenige oder diejenige, die blockiert ist auf diese Erde und nicht weiterkommt und sich nicht mutiert, nicht transformiert, kann nicht bleiben. Leute, kann nicht bleiben, kommt wieder, inkarniert sich, natürlicherweise mit derselben Mansion, weil man das nicht geschafft hat, oder man ist auch fertig. Aber ich denke, hier ist jemand in einer Art Gefängnis, kommt nicht mehr weiter. Du siehst es hier auch an den Meisternzahlen. Guck mal, die 22 und die 44. Es ist Zeit, dass du dich befreist. Es ist Zeit, dass du hier die Vergangenheit, dich von deinem Ego auch trennst, dass du den Tod ins Gesicht schaust und sagst, ich habe keine Angst. Das ist schwer, sau schwer. Das kann aber auch gut sein. Lieber Steinbock, du hast jemanden verloren in der Vergangenheit. Du hast jemanden verloren und diese Person, wie sagt man das? Diese Person hat eine große Rolle für dich gespielt. Aber weißt du, diese Person, auch wenn sie jetzt nicht da ist in dieser Dimension, ist sie auf der anderen Seite bei dir. Weißt du, die Menschen, die wir lieben und wenn wir sie spüren, kommunizieren sie trotzdem mit uns, wenn wir wachsam sind. Ja, also ich denke, du wirst hier eine richtige Transformation erleben. Ja, du wirst hier das nutzen in all deiner Kraft und du wirst wirklich hier siegen. Also du wirst hier erfolgreich sein. Also du nimmst diesen Sieg mit. Du bist wirklich eine starke Person. Das sieht man hier auch mit diesem Krafttier. Ja, also ich sage jetzt mal Krafttier, aber wie gesagt, das kann ja auch die Natur selber, kann man hier auch bezeichnen, weil achte bitte darauf, der Schütze ist ja halb Mensch. Okay? Halb Mensch und halb Tier. Vergessen wir nicht diese andere Seite. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass du hier anfängst, lieber Schütze, das zu transformieren. Ja, das umzusetzen und auch zu zeigen, dass du hier bewusst bist, dass du dich verändern willst, dass du alles tun wirst, um dich von dieser Blockade zu lösen. Weil du veräppelst dich auch ein bisschen selber. Also es kann auch gut sein, diese Karten zusammen bedeuten, dass hier ein Mensch sich selber in die Falle stellt, selber sich blockiert.
mit seinen eigenen Händen. Und das ist wichtig, dass du jetzt das siehst, dass du jetzt die Wahrheit dir ansiehst, ja? Und dass du jetzt anfängst, den Sieg wirklich zu spüren, dass du erfolgreich sein kannst, aber nur, wenn du das willst, das ist klar. Wenn du das nicht willst, wenn du das nicht spürst, wenn du nicht einverstanden bist, dann wird es auch nicht so passieren, ja? Okay, sehr schön. Hier gibt es einen Neustart. Wow. Wow, Leute, Leute, das ist wahnsinnig. Das ist wirklich wahnsinnig. Also, wo fange ich an? Wo fange ich an? Du hast mehrere Perspektiven. Du hast also, lieber Schütze, wie kann ich es dir am besten sagen? Du hast mehrere Chancen beruflich. Du hast nicht nur einen Weg, du hast mehrere Wege. Aber bitte, vergiss nicht, weil das ist deine Energie. Du bist hier die Königin der Stäbe, determiniert. Du schaffst das. Du bist zielstrebig. Du bist hier wirklich Multitasking. Du machst viele Dinge. Du bist voll in deinem Element. Du fängst hier etwas an. Du fängst hier diese Idee. Das ist schon quasi fast da, weil wir sind jetzt hier bei den Stäben. Es fängt diese neue Situation an, diese Leidenschaft, das, was mich nimmt. Das könnte ja aber auch eine Liebessituation sein, dass du hier jemand Neues kennengelernt hast und du hast nicht nur eine Person. Du hast mehrere zur Auswahl. Kann aber auch gut sein, du bist hier der Mann und du hast gegenüber eine Königin der Stäbe, die hier nicht nur dich ins Visier hat, aber auch andere Männer. Ja? Hier wird geflirtet, hier ist eine intensive Verbindung zwischen dir und dieser Person, eine tolle Chemie, herausragend, sage ich mal hier. Dann habe ich hier auch das Gefühl, dass du beruflich sehr viele Straßen hast, die sich öffnen. Eine Straße bringt dich zu diesem Weg, der zu dir gehört. Also ich habe das Gefühl, du fäst diese Dinge an. Und magischerweise transformierst du das in Gold mit deiner Energie, ja? Aber du hast nicht nur einen Weg, du hast mehrere Wege. Es kann auch gut sein, du weißt gar nicht momentan, welchen Weg du einschlagen sollst, weil du zu viele Möglichkeiten hast. Ja, das ist irgendwo geil. Das ist geil irgendwo, ja? Dann könnte ich mir hier auch vorstellen, ja, dass sich hier jemand auch zu viele, weißt du, sieben der Kelch ist immer für mich diese Karte, die immer sich selbst suchen will. Leute, in der Spiritualität ist es eine Karte, sie sagt, finde dich selbst. Finde in dieser ganzen Kelch, in dieser sieben Kelche, dich selbst, deine Mansion, deine Wirklichkeit. Wo ist deine Wirklichkeit? Wo bist du in Wirklichkeit? Weil man hat viele Chancen, aber nicht alle Chancen sind für dich gedacht, nur eine. Nur eine ist deine wahre Mansion. Und so sieht es auch aus bei dir, ja? Dass du jetzt vielleicht auch irgendwo in deiner imaginären Welt irgendetwas aufbaust, aber in der Materie noch nicht so weit bist. Du bist irgendwo hier, weißt du, das ist die Königin. Das ist noch nicht der König. Das fehlt noch diesen Schritt. Du manifestierst zwar, aber du brauchst auch viel mehr, ja? Konkrete Sachen. Okay, ich würde hier sagen, übe, ja, natürlich, Übung macht den Meister, okay, das ist klar, dass keiner auch vom Himmel gefallen ist und ist ein Meister, sondern mit der Zeit schaffst du das. Mit der Zeit kannst du etwas konstruieren, aber es ist wichtig, dass du daran glaubst, ja, und natürlich reden wir hier auch über eine Liebessituation, dass du hier jemand Neues kennengelernt hast, kann aber auch gut sein bei der Arbeit. Dass du hier mit jemandem bei der Arbeit irgendwie ein Verhältnis aufgebaut hast und hier irgendwo viel Fantasie ist, ja, dass jemand über dich fantasieren könnte. Okay, das kann auch gut sein. Diese Königin der Stäbe könnte hier auch diese wunderschöne Frau sein. Ja, also diese Feuerelemente haben immer diesen Drang, also haben immer diesen Input, dass sie sehr schön wirken auf andere Menschen, ja. Sie strahlen das auch aus. Und vor allem die Königin der Stäbe hat diese Stärke, ja. Sehr, sehr schön. Okay, schauen wir mal, was die Engel uns erzählen. Also, falls du eine Möglichkeit hast, betrachte sie sehr gut und schau, dass du jetzt dich an die Arbeit dran machst, ja? Weil, wie gesagt, was du berührst, wird zu Gold. Alles, was du berührst, transformiert sich, ja? Und genauso dein Leben, okay?
Mein Bauch fängt an zu knurren, wenn ihr Geräusche hört. Das ist an der Zeit, dass ich essen sollte. Ja, ich mache immer erst die Legung und dann wird gegessen. Klar fühlen. Erzengel Raguel, achte auf deine wiederkehrende psychischen und emotionale Gefühle, da sie ein Hinweis auf göttliche Führung sind. Wow, du wirst hier geführt. Ich habe dir gesagt, das, was du berührst, wird zu Gold und das wird hier bestätigt. Diese, ich fasse an, ich betätige. Natürlich kann das ein Beruf sein, der auch sehr kreativ sein könnte. Ja, den du gerade machst mit sehr viel Kreativität. Aber ich finde, hier geht es auch um eine Versöhnung mit einer Person, einen Zusammenhang mit einer Person, in dem hier zwei Menschen sich finden. Und zwar eine fantastische Energie haben zusammen. Also hier... Wow, wenn diese Personen sich hier, das ist wie wenn sie sich schmelzen, nur eine Person entsteht, würde ich hier sagen, ja? Wenn wir jetzt hier über die Liebe sprechen, okay? Wenn wir jetzt hier über was anderes sprechen, ihr setzt das um natürlicherweise, dass man hier sich auch versöhnen könnte mit einem Sohn, einer Tochter, es kann ja auch gut sein, jemand hat hier Ideen, aber es ist wichtig, dass du hier auch diese göttliche Führung hast. Dass du hier geführt wirst zu deinem Weg. Wie ich ja gesagt habe, du bist hier sehr erfolgreich, aber spüre auch den Sieg, weil den solltest du spüren, ja, dass du das in der Hand hast, dass du das alles manifestieren kannst. Also ich könnte mir hier vorstellen, anders wie ich jetzt dem Skorpion und dem Waage gesagt habe, mit den Projektoren und Reflektoren, könnte ich mir vorstellen, dass du ein Manifestator bist oder ein manifestierender Generator. Ja, weil hier zu viel Manifestation ist von Energie. Ja, also im Human Design kannst du das ausrechnen. Das hilft wirklich. Jedes Mal, wenn ich das ausrechne für gewisse Menschen, freut es denen, weil sie dann auch wissen, den Input, okay, das ist meine Mansion, in der Richtung gehe ich und das stimmt auch. Beruflich kannst du auch sehr viel rausholen, ja? Jetzt schauen wir mal, was hier für Sternzeichen du hast, mit wem du hier resonieren könntest oder auch dein Aszendent Mond, also es geht hier um die Liebe, eindeutig, Venus. Du hast hier Waage, den haben wir gerade erwähnt. Dann hast du hier, vergesse ich jemand, Stier, genau, dann hast du hier die Sonne, Löwe, okay, nochmal so ein Feuerelement, Steinbock, falls es dir etwas sagt, und Skorpion, also der darf gar nicht fehlen, der Skorpion, der ist ja überall mit seinem Pluto-Skorpion, das wissen wir ja schon, was er alles gerade tut, ne, Himmelskörper, was die Energie so gibt, und La Morte, der Tod wird auch immer mit Ades repräsentiert, ja, sehr wichtig. Okay, das war jetzt hier deine Legung, du hast wirklich eine sehr tolle Legung, okay, spüre, fühle den Sieg, ja, das solltest du erstmal spüren und fühlen. Nicht die anderen, sondern nur du selbst, ja, lieber Schützlein. Weil das hast du in der Hand und du kannst wirklich tolle Dinge machen. Wie gesagt, ich sehe hier auch eine Versöhnung, falls du jetzt auch eine Versöhnung mit dir selbst, dass du jetzt dir nicht Schuld gibst auf irgendetwas oder dir die ganze Zeit Schuldgefühle gehabt hast gegenüber einer anderen Person. Natürlich kann das ja auch beruflich sein, dass du jetzt irgendwo blockiert bist mit jemandem bei der Arbeit. Das kann ja auch eine Liebessituation sein bei der Arbeit, ja. Das könnte auch gut sein. Das kommt immer drauf an. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein, lieber Schütze. Ja, falls es so ist, dann freue ich mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, lieber Schütze. Mach's gut. Ciao.